Als Kind hat Elsa mit Opa Soldat gespielt. Mit ausgestrecktem rechtem Arm hat sie für Führer, Volk und Vaterland gerufen und war da ganz stolz drauf. Heute blickt sie nun auf eine Kindheit zurück, die auf Hass und Lügen gebaut war. Und sie versucht zu verstehen, was die Erziehung in einem rechtsradikalen Umfeld aus ihr und ihren eigenen Kindern gemacht hat. Ausgehend von dieser wahren Geschichte gewährt die Produktion Kleine Germanen Einblick in eine verborgene Parallelwelt in Deutschland. Zu sehen ist das Werk in der ARD-Mediathek. Ich wurde von meinem Opa abgerichtet wie ein Hund. Alles Fremde musste ich hassen. Und das Buch Mein Kampf auswendig lernen. Ich hatte richtig Angst vor diesen Juden, obwohl ich bis dahin noch nie einen gesehen hatte. Elsa ist heute Mitte 40. Ihr ist der Ausstieg aus dem sogenannten völkischen Milieu gelungen. Jetzt lebt sie unter anderem Namen irgendwo. Um ihre Anonymität zu wahren, erzählen die Regisseure Frank Geiger und Mohamed Farok Manesh ihre bewegende Geschichte in Animationsform nach. Schau dir nur diese Berge an, Elsa. Das ist unser Deutschland. Elsas Erziehung ist geprägt von den NS-Gedanken ihres Großvaters. Ein deutscher Soldat kennt keinen Schmerz. Weißt du, wir müssen diese schöne Heimat beschützen. Das ist auch Teil der Erziehung, dass sie stark sein müssen und dass sie abgehärtet sein müssen, dass sie auch mal aushalten müssen, kein Abendessen zu bekommen oder auch mal keine warme Kleidung im Winter zu tragen. Die Eltern sind nicht Zuflucht, sondern sie erziehen ihre Kinder nach dem Motto, bald ist der Krieg da, bald bricht alles zusammen. Der Film Kleine Germanen, eine Mischung aus Animation und Dokumentation, zeigt ein kaum beachtetes Problem. Kinder, die in einem demokratiefeindlichen Umfeld aufwachsen. Die oft großen Familien leben gern auf dem Lande. Auch Elsa erzog später als Mutter ihre eigenen Kinder nach völkischen Prinzipien. Die Ferienlager, in die wir unsere Kinder geschickt haben, sind unscheinbar. Aber Spiel und Spaß sehen dort ganz anders aus. Durchzählen! Eins! Diese Camps dienen der paramilitärischen Erziehung. Die Kinder werden in Kampfsportarten trainiert, müssen antreten für Sauberkeit und Ordnung. Seit diese Veranstaltungen in Deutschland verboten wurden, finden sie versteckt auf Privatgeländen oder im Ausland statt. Schlagen war für meinen Mann eine ganz normale Erziehungsmethode. Seine Lieblingsstrafe war eine Nacht im eiskalten Stall. Aber die schlimmste Strafe für unsere Kinder war Liebesentzug. Das hat sie krank gemacht. Mein besonderer Sicht auf dieses Thema war so, dass ich eigentlich bis zum 22. Lebensjahr im Iran aufgewachsen bin und dort sozialisiert worden bin und komme nach Deutschland und fange an zu studieren, Filmstudium. War für mich am meisten erschreckend, wie kann es sein, dass man in einem Land, was demokratisch ist und auch so viele Möglichkeiten hat, sich zu entfalten, geboren zu werden und aufzuwachsen und trotzdem unglaublich eingeschränkt zu bleiben, wie diese Kinder in dieser Familie. Eine Stärke des Films sind die Interviews mit Aussteigern und Kennern der Szene. Aber den Regisseuren ist es auch gelungen, einige Köpfe der neuen Rechten zu ihrer eigenen Kindheit und ihren Erziehungsprinzipien zu befragen. Mein Name ist Sigrid Schüssler. Ich bin Mutter von 4 Kindern. Das ist mein Hauptberuf. Das nehme ich sehr ernst, Kinder in der heutigen Zeit positiv durchs Leben zu begleiten, dass sie dann ihr eigenes Leben meistern können. Ich glaube, es kommt in unserem Film rüber, dass man auch am Anfang Sympathien hat mit den Leuten, weil man denkt, ja, die reden auch Dinge, die ich selber mir manchmal denke. Und dann entwickelt sich das halt eben in der Geschichte, dass sie seltsame Ansichten auch äußern, wenn man sie lange genug reden lässt. Was mache ich noch? Ich stehe vor Gericht. Aufgrund der Reden, die ich gehalten habe, werde ich angeklagt wegen Volksverhetzung. Hört nicht auf die Lügenpresse! Schaltet eure verdammten Fernseher aus! Macht eure eigenen Gedanken, macht eure Augen auf! Seht, was passiert! Wie man eure Kinder in der Schule belügt! Wie man
Die Hauptprotagonistin des Films, Elsa, wagt den Ausstieg. Sie und ihre Kinder müssen alles zurücklassen. Freunde, Haus, ihr komplettes Leben. Sie haben uns aber trotzdem gefunden. Dann sind wir wieder umgezogen. Wir mussten sogar unseren Namen ändern. Kinder, die in diese Szene hineingeboren werden, dort aufwachsen und dann aussteigen, da gibt es wirklich eigentlich nur 2 oder 3 bekannte Fälle und noch ein paar unbekannte, aber ganz wenige. Rechtsextremismus beginnt schon in den Kinderzimmern. Kleine Germanen ist ein verstörender Film über Menschen, die in einer gefährlichen Parallelwelt leben. Seit Generationen. Ganz ungestört. Mitten unter uns.